in diesem Video lernst du eine beliebte Technik an der Gitarre, das Rasgardo. Es gibt verschiedene Arten von Rasgardos. Wir schauen uns in diesem Video die zwei wichtigsten an. Wie du im Einspieler gesehen hast, das Rasgardo mit 5 Schlägen, kleiner Finger raus, Ringfinger, Mittel, Zeige und Zeigefinger wieder zurück. Diese Art eignet sich besonders für einen durchgehenden Wirbel. Dieses Rasgardo hat auch den Vorteil, dass du die Finger nach außen hin trainierst, also die Extensoren, die Muskeln, die Gegenspieler. Wir sind gewohnt, alles so zu greifen nach innen und mit den Flexoren auch zu spielen. Und so wird der Finger nach außen, die Bewegung nach außen hin trainiert, was in der Natur selten vorkommt. Wie spielst du dieses Rasgardo? Zuerst brauchen wir einen gewissen Widerstand, sonst ist es nicht möglich, die Finger scharf, und das ist auch wichtig beim Rasgardo, scharf durch die Saiten schlagen zu können. Und zwar klemmst du die Finger hinter diesem Handballen, hinter den Daumenpallen ein, Daumen auf die tiefe E-Saite als Stütze am Anfang und schnippst die Finger einzeln raus. Das musst du natürlich üben, das kannst du auch im Zug, in der U-Bahn einfach so ein bisschen trainieren, beim Fernsehen schauen. Und jetzt auf der Gitarre. Du schnippst die Finger also mal raus. Das kann auch so angewendet werden, zum Beispiel. Und der letzte, also der 5. Schlag, es entsteht eine Quintole, eine sogenannte, ist Zeigefinger wieder nach innen. Wir haben kleiner Finger, Ring, Mittel, Zeige und Zeigefinger nach innen. Wieder in die Ausgangsposition. Wenn der Zeigefinger nach außen hin geschlagen hat, gehen die Finger wieder in diese Ausgangsposition mit dem Zeigefinger zurück, sodass der kleine Finger wieder von vorne starten kann. Dieses Rasgardo wird auch angewendet als 16-Figur in der Soleares, der Mutter des Flamencos, ein Stil im Flamenco, und zwar ohne den kleinen Finger, Ring, Mittel, Zeige, Zeige. Und zwar bei C-Dur zum Beispiel. 1, 2, 3, 4. Im Kurs Flamenco Elemental lernst du, wie du dieses schöne Rasgardo in die Solear verpackst. Eine andere Form von Rasgardo ist das sogenannte Ventilator Rasgardo oder Tresillos. Hier mit dem Daumen nach oben, erster Schlag, Daumen nach oben, Mittelfinger nach unten oder Ringfinger, Daumen nach unten. Und zwar entsteht eine Handbewegung, als ob du eine Glühbirne irgendwie reindrehst. Es ist nicht sowas, sondern eher. Eher ein Wirbel. In der Nahaufnahme sieht das so aus. Wie du das Rasgardo in die Flamenco-Musik verpackst, das zeigen wir dir im Kurs Elementar. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben der Rasgardos, besonders das Rasgardo nach außen. Eignet sich gut als Fingerübung und stretcht die Finger, gibt den Extensoren eben die Kraft und ist gesund für die Hand. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, dein Norman.